Und so, zur nächsten Folge von Watch Dogs. Wie gesagt, machen wir jetzt erstmal letztlich die Verbrechen und dann machen wir die Kampagne-Sache dann da auch weiter. Na, jetzt waren wir wieder Musik an. Das ist aber die vorvorletzte Folge der Aufnahmesession. Dann ist aber die Aufnahmesession vorbei und dann. Ein Update zu unserem Bericht über den Ausbruch aus dem Chicago Correctional. Die Gefängnisleitung veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera. Die Zuschauer werden gebeten, die Polizei zu informieren, falls dieser Mann gesichtet wird. So, jetzt. So eilig. Das Ding ja schnell. Wie ist immer schnell bei sowas? Du bist nett darüber. Den höchsten Headbonus aktiv und sind wieder warum so viel raus. Auf Bewegung! Nein, ich bin nicht müde. Das wollte es mal sein. Nicht natürlich, ich bin wissens schon müde. So, ja, lass ich vielleicht diese Untersuchung. Wie viel haben wir denn hier von Listen fehlen? Listen jetzt noch 10. 1 haben wir hier 2, 3, 4, die können wir ja schon überall, okay, 5, 5, 6, 7, die können wir wahrscheinlich auch mal alle machen, weil an sich wird der da hinten ja auch schon eine Zeit, also. Machen wir mal diese Aktenkoffer-Sache. Ich gehe so ein bisschen müde. Dann kann ich nicht da rein. Dass wir vielleicht einmal was, dass ich besser nicht hätten kann? Nein. Die Spuren in der Nähe. Ja, lass mich dann cachern in Ruhe. Ist ein Soundwachs gefühlt. Wo ist das Boot? Du hast gesagt, du hast jemand für mich geschickt. Bin ich falsch? Ich warte schon so lange. Du hast gesagt, du hilfst mir. Antworte, ich steck hier fick dir drin. Bitte hilf mir. Ja. Die Tasche. Hätte euch wohl nicht wieder. Was war's denn hier? Krach, das Teil mal. Verbrecher erkannt. Mann, das ist danach. Ich will lieber bei der Gemini-Sache gleich eher konzentrierter sein, weil über sowas. Ihr müsst bald gleich sowas wie das machen. Deswegen. Ehrlich, das muss ich für den nächsten. Nerv. Hauptsache, ich stehe nicht so stark, dass die Bänder wieder reißen.
An sich habe ich bei meiner Zahnspinne solche Dummies drin und ich habe schon so stark gedehnt, dass sie dann eher, dass es dann gerissen ist. Da wird meine Passanzeigen. Hast du die noch die Travel-Liste? Ist im Koffer, die sie uns gegeben haben. In meinem Apartment. Ja. Klum. So, Verbrecher. Was willst du dir? Das ist das Halb-Einschlaf-Let's Play hier. Das ist mir, lass mich da rüber. Hatte da einen Kack-Rhythmus in die drinne. Wir haben mittlerweile nur 5 Uhr morgens. Der Typ kommt hier näher, okay, das passt mir noch gerade sehr gut. Yo, ich habe eine Nachricht von Arak. Ich hab... Legst du dich mit mir an? Nachricht von Arak? Polizei hat gesagt, wegen Diebstahl. Und versuchten Mordes. Fehler! Oh. Fehler, die Software entdeckt. Das muss ich dich eliminieren. Ah ne, tut mir leid, ich hab dich nicht ausgeschlagen. So, den Ruf, den ich gerade verloren habe, habe ich schon wieder drin, oder? Ja, ruf sie auf mein Ziel. Opfer unversehrt, Verbrechen neutralisiert. Ich verlasse dich. Ich weiß nicht. Wir sind schon wieder drinne. Ich hab was gefunden im Handschuh, da hat schon was Praktisches. Anhalten! Ja, die selten. Aber. Ey. Ich hab ja nichts hier. Hier nicht mehr mal. Wenn ich den Typen aufhalten will, muss ich ihn schnell entdecken. Was zum Kuckuck macht der da? Ist der noch sauber? Beruf er Piep. Auftragter. Bei PR-Auftragter. Du hast die Bullen auf mich gehetzt? Scheiß Bastard! Du hast? Ich dachte. Nein, nein, danke. Nicht so eilig, David. Ja, ich halte mir nur welche durchmachen. Stillplatz halten, kann ich mir nichts holen. Was meinst du? Deine Kutsche war. Tit. Was ist denn abgesprochen? Was ist denn passiert? Tit. Oh yeah. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt.
Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Vielleicht drehen wir die Aufnahmesession ja noch, bis der die verletzte. Ich muss hier noch jemand noch drei Folgen aufnehmen. Vielleicht können wir es ja auch hin, dass wir ich bin nicht mehr 100%ig konzentriert, ey. Das steht schon mal fest. Aber ich kann das später noch die ganzen Rollen da machen hier. Ist halt echt viel, aber trotzdem. Ein paar Versuche heißen alle drei dieser Folgen dann wohl. Wir werden mal sehen. Ja, mich selbst. Wie es scheint. Kann's kaum erwarten, Sie zu sehen. Ich bin so aufgeregt, dass ich mit jemandem aus der russischen Königsfamilie esse. Dabei weiß ich überhaupt nichts über Russland. Das ist mir jetzt peinlich. Und? Bewundern Sie unsere schöne Stadt? Waren Sie schon mal hier? Wie lange wollen Sie bleiben? Oh Gott, ich schwatze Sie voll. Tut mir leid, dass ich Sie warten lasse. Aber das... Nein! Mann! Ich hasse Sie. Ich wollte nur... sowas, verdammt. Ja, kriegst du mal klippern? Dieser Verbrechen, ja, wieder sowas. Das machen wir gleich. Ja, Frau Wort, dass wir durchfahren. Nein, die setze ich mir gleich. Falls wir finden. Ruhig mal, fahr rein. Da in der Nähe ist gleich noch so ein Typ, nämlich selber auch. Oh, bin ich über das Auto drüber? Stopp, ja. Yeah. Okay, da geht's jetzt also mir, dass ich nicht mehr so müde bin, aber ich ist halt irgendwie. Weil die ganze Nacht nicht pennt und dann eigentlich die Nacht aufnimmt. Weil also, selbst der Fall ist. Das tat weh. Nein, bitte! Ich könnte auch andere Mitlauf fahren. Ich habe eine andere. Und zwar ein paar. Gut, dass ich jetzt noch aus der Hand schlage. Wenn ich aus der Hand schieße. Wenn ich einfach nur so gehen würde. Wie gesagt, ich bin müde. Ich fahre mit dem Auto. Oh! Ich hab meine Sonderfläche. Neues Fahrzeug verfügbar! Feuerwehr! Ich find's schade, dass wir nicht gleich die Laternen haben können. Außenwerk! Die Feuerwehr muss hier durch! Wir fahren ja schon ab! Außenwerk! Da ist mein Lohnhotel! Außenwerk! Ich bin der Größere hier! Nein, ich fahre nicht so in echt, hallo? Ja, das war gut, finde ich. Ich fahre überhaupt noch gar nicht in echt. Aber wer will so in echt fahren?
ist ja ein Spiel. Wahrscheinlich hab's dann schon so viele Szenen, wo manche Busfahrer ja so seltsam fahren auf jeden Fall. Also, und man so ähnlich sagen, ja. Und ich werde gleich das schnellere Karre dann schon nehmen. Ich wollte den Zaun entfernen, nur kurz. Der Feuerwehr steht schon mal bereit. Ich sehe bald den Brand hier. Wir haben hier nur Jagdkoffer. Okay, kein Handy. Okay. So, wir haben ja gleich hier noch jemanden. So, jemanden in der Nähe. Da brauchen wir jetzt mal kurz hin. Hey, das Ding. Ich will das auch nicht mit verbinden. Ja, ich verstehe. Nach den jüngsten Ereignissen schuldet er mir allerdings noch was. Der Standort ist wirklich gut. Und mit Rushmores versprochenem Steuernachlass ist es eine gute Investition. Hier muss man nicht mal die Einwohner umsiedeln. Die Gegend ist ohnehin fast menschenleer. Ich warte auf den Bericht. Ernsthaft? Nee, das ist mir zu weit. Ich glaube, ich bin eben schon fast eine gleiche lange Strecke gefahren, aber nein. Aber so eine lange Strecke. Okay, die Karre ist bereit und wartet schon auf dich. Ich hatte ein viel größeres Verbrechen als einzelner Verbrecher hier. Schleuch mal ein Lochfleisch, der ist mir zu nah. Wen hat er das betraut? WKZ-TVs letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz ein... Oh, ich hasse es. Nein, warte! Ende, aus! Verdammt! Notrufzentrale, worum handelt es sich? Soll ich noch mal rufen? Ich hab schon das Zeug ansehen. Ich will nicht sterben! Ich muss hinsehen, schon die Leute mitschlagen, aber... was war ich denn hier? So, hätten wir mal jetzt. Hey, wir haben bei diesem Geld ab. Die 22.780 Dollar. Wie so ein Typ rumlaufen und Räuber und Gendarm spielen kann. Und keiner macht was. Die wollen einfach nicht jagen gehen durch die ganze Stadt, während die Gangs und die Mafia ihr Krieg spielen. Dass die Cops ziemlich alt aussehen. Das ist nachher 20 nochmal. Und jetzt nehmen wir mal ein weiteres Mal ein. Verdammt, Mr. Quinn ist ein Versager. Lass den jetzt warm laufen. Zu viel Polizei. Du musst dich der Stadt verstecken. Nein, der dafür ich nicht. Überfluchte Aktion. Mann, ich hasse es. Mir für mich ist das zu schnell. Das
zu lesen hier. Ist es aber noch eine? Keine Ahnung. Ich bin hier durch die ganze Map gejagt. Sorry. Aber wo diese Person ihren Koffer hat, sehen wir wohl in der nächsten Folge. Aber dann bis zum nächsten Mal. Ciao.